Sie ist bereits legendär, die 24-Stunden-Burgenland-Extremtour rund um den Neusiedlersee. Kommenden Jänner findet der Bewerb zum 8. Mal statt und wieder wird es mit der School of Walk einen eigenen Bewerb für Schüler geben. Mehr als 500 Schüler waren bei der vorigen Tour dabei, jetzt werden doppelt so viele erwartet. Die 24-Stunden-Burgenland-Extremtour ist in jedem Jahr vor allem eines, eine riesige Herausforderung für alle Teilnehmer. Gilt es doch, 120 Kilometer rund um den Neusiedlersee zu bewältigen. Nicht ganz so lang ist die Strecke für die Schüler bei der School of Walk. Sie müssen aber immer noch beeindruckende 30 Kilometer zwischen Neusiedl am See und Oggau zurücklegen. Und was geht's eigentlich? Raus aus der Schule, rein ins Leben, rein ins Abenteuer. Und das ist das Wesen der School of Walk, dass es eine Abenteuerreise ist. An dieser Abenteuerreise haben beim letzten Mal 550 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern teilgenommen. Das untere Alterslimit liegt bei 10 Jahren. Über 90% dieser Jugendlichen sind noch nie im Leben 30 Kilometer gegangen, geschweige denn 20. Und das ist eine Ersterfahrung, die man macht. 30 Kilometer ist eine lange Strecke, gerade für Kinder ab 10 Jahren. Aber und oft werden wir auch gefragt, ist es nicht eine Zumutung? Wir sehen es anders, es ist eine Zumutung, es nicht mit Kindern zu machen ab 10. Die Kinder schaffen das, die können das, wir müssen ihnen auch mehr zutrauen. Wir fördern sie, indem wir sie fordern in dem Sinne. Gefordert werden sollen bei der kommenden Tour nicht nur burgenländische, sondern auch niederösterreichische und Wiener Schüler. Die zuständigen Bildungsdirektoren wollen Schulen in ihren Bundesländern ermutigen, mitzumachen. Hier geht es auch darum, Grenzen zu erfahren oder über seine Grenzen zu gehen. Hier geht es um Anstrengung und auch das Gefühl danach, ein riesiges Erfolgserlebnis zu haben. Ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Schüler brauchen. Das ist sehr ähnlich wie im Schulleben, wie im Leben wahrscheinlich überhaupt, aber im Schulleben genauso, dass man permanent sich fragt, zahlt sich das aus? Soll ich da reinbeißen? Soll ich da wirklich durchhalten? Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir im ganzen Leben wahrscheinlich an vielen Gelegenheiten brauchen können, nämlich auch zu wissen, dass es sich auszahlt, ins Ziel auch zu kommen. Los geht's am 25. Jänner. Die Kosten für das Abenteuer betragen pro Schüler 14 Euro. Alle Schülerinnen und Schüler bekommen im Ziel eine Medaille.